Hallo Leute, hier ist Alpi. Haben aber nichts von mir gehört, aber dafür bin ich jetzt wieder da. Und zwar mit etwas ganz Speziellem. Ich habe es mal angetönt im letzten Cast, den ich mit ProAce aufgenommen habe. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern. Dass wir eigentlich sowas ähnliches wie ein... Ja, danke, vielen Dank, Anarchy. Dass wir sowas wie ein Clan Wars auf die Beine stellen wollten. Und dieses Clan Wars, also eine Auseinandersetzung zwischen den Mitgliedern von zwei Shogun-Clans, das ist jetzt bereits in vollem Gange. Es spielen der Clan VMS gegen den Clan IDE, Isles of March, also mein Clan. Ich gehöre zum VMS-Clan. Und die Jungs von den Isles of March, wir prügeln uns mal ordentlich. Das Ganze ist ein bisschen komplex, deshalb werde ich euch mal ganz kurz hier eine Übersicht zeigen von den Brackets, wie das aufgebaut ist. Ich werde euch die Resultate noch nicht zeigen. Es ist bereits eine Runde gespielt. Es hat bereits ziemlich viele Spiele gegeben. Insgesamt sind es, glaube ich, sogar acht Spiele haben schon stattgefunden. Wir steigen also eigentlich so ziemlich mitten rein in dieses Turnier. Ihr seht hier die beiden Lineups. Auf der einen Seite haben wir die Mitglieder des Clans IDE, Idols of March. Auf der anderen Seite haben wir das Lineup des Clans VMS, der gute Hannibalismus hat das gebastelt. Für die IDEs kämpfen ProAce, Simon, Anleitung, Hero of Belgium, Stiltskin, Jarben, Alokni und Abitus. Für VMS kämpfen Toki, Victor, Hunting Command, Hannibalismus, Alpi, also meine Wenigkeit, der Evo, Arcturus und Anarchy. Es gibt drei Runden sozusagen. Nein, ich muss vielleicht noch sagen, es gibt auch noch 2 gegen 2, natürlich Teampaarungen. Auch das wurde im Vorfeld so ausgelost. Wir haben bei IDE das Team ProAce und Simon, dann haben wir das zweite Team Anleitung und Hero of Belgium, das dritte Team Stiltskin und Jarben, das vierte Team Alokni und Abitus und bei VMS Hunting Command und Victor. Ich spiele zusammen mit Anarchy, Toki und Hannibalismus spielen zusammen und Evo und Arcturus. Da gibt es noch Reservespieler, Tajin Sky und Charbes auf Seiten von IDE und bei VMS sind das Yamaoka, Miroslav und Nemesis is back. Teamleader bei IDE ist Stiltskin, bei VMS bin ich der Teamleader. Und wir haben noch Maskottchen, wobei die Rolle von diesen Maskottchen mir nicht ganz klar ist, aber Hani hat das gemacht, also hat es schon irgendwo einen Sinn. Barak von IDE und Prinz Koala von VMS. Und ja, jetzt seht ihr doch schon die Resultate hier. Also, es gibt im Prinzip, aufgebaut ist das Ganze so, es gibt 3 Spielrunden. Es gibt eine erste Runde, 1 gegen 1, das zufällig ausgelost wird. Dann gibt es eine zweite Runde, 2 gegen 2, ebenfalls zufällig ausgelost. Und es gibt eine dritte Runde, nochmal 1 gegen 1. Und es ist eigentlich relativ einfach. Derjenige Clan, der eigentlich am Ende mehr Siege hat, der gewinnt das Ganze. Ist eine ziemlich langwierige Angelegenheit. Ihr seht im Moment das Scoringboard, der Zwischenstand nach der ersten 1 gegen 1 Runde. IDE führt gegen VMS mit 4:3. Wobei das Ganze ein bisschen schade ist. Es gab Spiele, die nicht stattgefunden haben. Es gab Spiele, die ergaben kein Resultat, weil das Spiel einfach gar nicht stattgefunden hatte. Und ist halt immer so ein bisschen ein Problem, wenn man so eine große Kiste aufzieht. Dann wird das immer ein bisschen schwierig. Ja, aber ich hoffe, ihr habt so vom Sinn her geschnallt, um was es hier geht. Ich kann euch nicht alles zeigen, was hier gespielt wird. Das würde auch den Rahmen sprengen. Kommt hinzu, dass die Replays werden jetzt auch nicht mal unbedingt so wahnsinnig diszipliniert gespeichert. Also es ist relativ schwierig, hier an alle Replays ranzukommen. Wofür ich meine lieben Mitkameraden, aber auch die Leute vom IDE-Clan, speichert doch das Zeugs ab, Leute. Dann kann man das auch casten. Ein Spiel, respektive eine Serie, die ich auf jeden Fall casten kann, das ist mein Spiel, mein erstes Erstrundenspiel und ich habe mir gegen den Simon gespielt. Und das war eine ganz interessante Serie, würde ich mal behaupten. Ich zeige euch diese 3 Spieler jetzt. Das Ganze ist Best of 3, das heißt, derjenige, der zuerst 2 Siege hatte, gewinnt. Kann schon sagen, dass die Serie zwischen Simon und mir, die hat sich über die volle Distanz erstreckt, das waren 3 Spiele. Und wir steigen sofort ein in Spiel Nummer 1. Will hier nicht mehr länger über Brackets quatschen, sondern wir sehen uns das erste Spiel an. Vielleicht noch zum Sagen, die Regeln sind folgendermaßen, dass immer jeweils derjenige, der im Bracket gelb markiert ist, also wir sehen das hier im Fall von Simon, der hat die erste Map-Wahl und ist automatisch auch Angreifer. Der zweite Spieler hat dann seinerseits die Map-Wahl und im dritten Spiel gibt es eine vordefinierte Tiebreaker-Map, die also bereits von der Turnierleitung festgelegt ist.
Und das ist Ikenura in diesem Fall. Ja, und wir steigen sofort ein in dieses erste Spiel. Alpine Gebirgskette, das war die Mapwahl vom Simon. Simon, sehr starker Spieler, würde ich sagen. Turnierspieler auch. Hat eine Weile nicht gespielt, Shogun. Ist aber jetzt doch rechtzeitig zurückgekommen. Und ja, das war eine ordentliche Aufgabe, aber ich würde sagen, das waren wirklich drei sehenswerte Spiele. Wir haben uns da nichts geschenkt. Das Ganze hat sich, glaube ich, wirklich irgendwie über 3 Stunden erstreckt, dieses Duell zwischen uns beiden. Und ja, ich gehe gar nicht allzu detailliert auf die Setups ein, weil ich denke, ich weiß auch nicht, wie sinnvoll das ist im Zusammenhang mit diesem Turnier. Ich kann vielleicht sagen, wir haben das Schwert-Dojo hier, wir haben den Schrein, die Map ist mit diesem kleinen Höhenrücken versehen. Ich habe einen Leadership-General, ich habe Yari-Kavallerie, Feuer-Kavallerie und leichte Kavallerie und dann habe ich eigentlich so ein Mixed-Setup. Ich habe 2 Lunden, ich habe starke Kriegermönche, ich habe Katana-Samurai und ich habe noch einen kugelsicheren Samurai und ich marschiere hier natürlich schon mal auf das Schwert-Dojo zu. Simon kann ich vielleicht sagen, der hat ein richtiges Massen-Setup. Hat starke Kavallerie, ziemlich viel Kavallerie, auch Feuerkavallerie unter anderem, Yari-Kavallerie, hat einen Wuku-Kämpfer hier. Und dann hat er sehr, sehr viele Speere und Nodachis und Lunden. Also hat hier, ich glaube, hat eine Lunte, 2 Lunden, 3 Lunden, ja, 3 Lunden, dazu Yari, Ashigaru, Nodachi und ebenfalls einen Führerschaftsgeneral. Hier hinten Yari Samurai noch abgespaltet. Ich habe hier noch nur einen Naginata-Begleiter. Und was dazu kommt, glaube ich, er hat auch noch einen Bogen-Samurai. Jawohl, hier mit Extended Range. Das ist eine ganz clevere Einheit, finde ich eigentlich. Ist nicht so teuer, hat zwar nicht eine 200er Range, aber kann trotzdem ziemlich Schaden machen. Und kann einen Gegner eben zum Angriff verleiten. Und er schießt hier schon mal ordentlich auf meine Katanas. Problem an der Geschichte ist halt wirklich, dieses Schwert-Dojo ist wichtig. Es ist ein sehr wichtiges Dojo. Kann vielleicht sagen, was hier mein Plan war. Ihr seht, ich ziehe hier über diesen Flügel mit den Kugelsicheren und den Schwertbegleitern. Und mache hier mal so eine Art Flanke, Flankenbewegung mit dem Hauptteil meiner Kavallerie. Während er hier mit seinen Bogensamurai auf meine Einheiten, auf meine Naginata-Begleiter und auf die Lunden-Kriegermönche feuert. Aber die Action hier, die passiert eigentlich jetzt auf diesem Flügel hier. Problem im späteren Verlauf sicherlich auch, dass er sich hier hinten mit dem Yari Samurai diesen Schrein hat holen können. Das gibt ihm halt dann einfach wirklich zusätzlich Moral. Und ich gehe jetzt hier schon mal in den Nahkampf mit den Schwertbegleitern, schicke die in die Nodachis rein, damit meine Kugelsicheren keinen Charge-Up kriegen von dieser Einheit. Kavalleriekampf entbrennt hier zwischen leichter Kavallerie, seiner Kavallerie und auch seiner Feuerkavallerie. Also hier schon mal das erste Aufeinandertreffen. Ich ziehe jetzt nach mit den Kriegermönchen und den Katana Samurai. Wir schauen uns das aus der Perspektive von Simon an. Und ja, ihr seht, also mein Plan war es eigentlich hier, von hier eigentlich seine Aufstellung ein bisschen zu knacken, weil hier hat er wirklich Front gemacht auf dieser Seite und ich wollte eigentlich wirklich über diese Seite reinkommen und ihn da aufknacken, seine Lunden aufknacken. Hier ist es mir ganz gut gelungen, seine Kavallerie, die Feuerkavallerie hat er eigentlich größtenteils verloren, er hat auch die leichte Kavallerie verloren. Ich komme jetzt hier auch mit den Kugelsicheren über diese Flanke mit den Kriegermönchen in die Nodachis. Katana Sams sind im Nahkampf. Ja. Ja, also seine Kavallerie hat er hier drüben, seine starke Feuerkavallerie, die hat er eigentlich verloren jetzt. Und bisher geht mein Plan eigentlich gar nicht mal so schlecht auf. Vielleicht mal abgesehen davon, dass er mir meine Lunte hier hinten weggeknallt hat. Und bis jetzt sieht das eigentlich ganz gut aus. Ich kann ihn jetzt doch hier so mehr oder weniger ins Sandwich nehmen. Drücke auch mit der Kavallerie rein. Und mit meinem General nach. Jetzt zieht er aber hier eine leichte Kavallerie über die Flanke. Und das wird natürlich für mich gefährlich, weil jetzt kommt er hier mit dieser leichten Kavallerie. Kann er in meinen Rücken kommen. Ich komme seinerseits mit einem Charge in seine Lunten rein. Und auch mit den Kugelsicheren. Vergesse hier hinten leider meine Feuerkavallerie. Das war nicht so wahnsinnig schlau von Alpi. Hallo Leute, in den Kampf. Und ihr seht, jetzt wird es bereits wieder schwierig, weil er kann hier blocken auf dieser Seite. Ich muss hier die leichte Kavallerie von ihm jagen. Und das ist schlecht für meine Moral, weil ich kriege jetzt hier Backside Charges in meine starken Einheiten, verliere hier diese Yari-Kavallerie, das wäre noch zu ertragen gewesen. Greife jetzt auch hier
an mit der Yari-Kavallerie und den Katanas und versuche ihn hier wirklich jetzt nochmal zu pinnen. Aber er hat sehr, sehr schnell umpositioniert in dieser Schlacht. Was letzten Endes von Vorteil für ihn war. Hier kann er eigentlich mit einem Odachi gleich zwei von meinen Einheiten kann er blocken. Und mein Gen, der kommt jetzt auch noch ins Sandwich rein, obwohl ich den jetzt in den Stand and Fight schicke. Aber das nützt auch nicht mehr wahnsinnig viel. Ich komme hier zwar durch, habe hier hinten auch noch eine Kavallerie. Aber das ist eigentlich bereits zu dem Zeitpunkt klar, dass das nichts mehr werden kann. Ich bin hier an seinem Block eigentlich kleben geblieben. Komm jetzt hier mit der Yari-Kavallerie noch in seinen Gen rein. Da hat er, glaube ich, auch nicht aufgepasst. Kriegt er hier einen schönen Charge ab und wird auch noch seinen Gen verlieren in diesem Spiel. Hat mir leider nichts mehr genützt. Hätte vielleicht in einer anderen Konstellation noch was nützen können. Aber ich hatte einfach nicht mehr genug Einheiten, um ihn hier wirklich noch wegzukriegen. Ihr seht, er verliert auch seinen Gen. Er schießt seinen eigenen Gen eigentlich tot hier. Und das ist aber zu spät. Das nützt nichts mehr hier. Ich habe zu wenig Einheiten übrig, um dieses Spiel noch drehen zu können. Und er hat vor allem noch sehr viel Feuerkraft. Also er hat eigentlich seine Infanterie und seine Kavallerie, da hat er auch nicht mehr viel. Aber er hat vor allem halt noch seine Lunden. Und das ist dann doch schon tödlich. Da kann ich gar nichts mehr machen. Hätte ich auch nichts mehr machen können, wenn ich jetzt noch mehr Einheiten gehabt hätte. GG. Dieses erste Spiel. Da bin ich ihm wirklich in den Block reingerannt. Ja. Wenn man eigentlich auch bedenkt, war von mir auch nicht so clever, weil er war ja eigentlich der Angreifer und ich habe dann aus meiner Sicht wahrscheinlich zu früh angegriffen. Gedanke von mir war natürlich wegen diesem Bogensamurai. Ich wollte da nicht zu lange in diesem Bogensamurai drinstehen, in diesem Feuer drinstehen. Aber das hat sich im Endeffekt nicht gelohnt, diese Flankierung hier. Hab meine Armee zu stark aufgesplittert und verliere jetzt hier auch noch meinen General, der Gizmo. Greedy Gizmo. Bam. Jawohl. Also, erstes Spiel geht zugunsten von Simon aus in dieser Best of 3 Serie. Schauen wir uns noch ganz schnell die Statistik an. Ja, das ist halt manchmal so. Das ist, Shogun ist, sind zwei Dinge, sind eigentlich, würde ich mal sagen, sehr entscheidend in diesen Spielen. Erstens mal, dass man nicht derjenige ist, der die meisten Fehler macht und zweitens, dass man das bessere oder das schlaue Setup mitnimmt. Und Kills her war es eigentlich gar nicht mal so klar. Ich habe knapp 1000 getötet, er hat ein bisschen was über 1000 getötet. Aber er hat natürlich eine Riesenarmee aufgestellt mit 1800 Mann. Und da fallen dann eben auch seine Verluste nicht so ins Gewicht. Katana Sams war nicht schlecht bei mir mit 140 Kills. Bei ihm war es die Lunte. Ihr seht es mit über 200 Kills. Das war auch eben dann dieser Moraleffekt. Der Bogensamurai mit über 100 Kills war auch sehr erfolgreich. Ja, und der Avatar, den hat er praktisch gar nicht eingesetzt. Also, GG, erstes Spiel geht an Simon. Und ja, Spiel Nummer 2. Wird auf dem Fuße folgen. Bleibt dran. Hallo, liebe Leute. Spiel 2 in dieser Best of 3 Serie im Clan Wars IDE gegen VMS zwischen mir und IDE Simon. Diesmal hatte ich die Map-Wahl und ich habe mich für kleine Siedlung entschieden. Und diesmal bin ich der Angreifer und nicht Simon, wobei eben im ersten Spiel habe eigentlich auch ich angegriffen, was nicht unbedingt nötig war und was sich auch nicht zu meinem Vorteil ausgewirkt hat, jetzt in diesem zweiten Spiel. Ja, schauen wir, wie das hier abgeht. Mein Setup eigentlich relativ vergleichbar mit dem, was wir vorhin gesehen haben. Ich habe zwei Lunden, ich habe relativ starke Kavallerie und dann habe ich, diesmal habe ich Naginata Kriegermönchskavallerie mit dabei. Kriegermönche, Schwertbegleiter haben wir hier, Nodachis Level 6, noch mehr Kriegermönche. Ja, ich glaube, habe ich drei Kriegermönchseinheiten mit dabei und viel Kavallerie. Und er hat ein ganz interessantes Setup, er hat eine Box hier. Er hat Yaria, Shigaru, Lehnschwerter, Lunden, Naginata-Begleiter, Bogenkriegermönche mit 200er Range. Er spielt gerne mit Bögen, der Simon. Noch mehr Lunden, Long Yaria, Shigaru, Lehnschwerter, Lunden, Lunden, Lehnschwerter, Naginata, Samurai, Naginata-Begleiter. Also ein richtiges Box-Setup. Keine Kavallerie. Und sein Plan war natürlich klar hier. Gibt sich hier zum Schrein und stellt hier eigentlich seine Defensivposition auf. Das ist ein immobiles Setup.
weil er eben keine Kavallerie hat, aber nichtsdestotrotz ist es sicherlich kein schlechtes Setup, weil, ja, sein Ziel ist natürlich klar, er wollte, dass ich ihm hier voll drauf renne, damit ich mich totlaufe an seiner Masse an Infanterie. Aber den Gefallen, dem tue ich ihm nicht hier in diesem Spiel. Ihr seht, was ich mache. Ich ziehe hier meine Einheiten erstmal in den Wald. Ich hole mir die Werkstatt. Ein ganz, ganz wichtiges Dojo. Während er sich hier den Schrein holt. Hier hinten haben wir noch ein Dojo, das Bauernhaus. Und ich ziehe mich jetzt auch zurück hier. Weil das macht absolut keinen Sinn, dass ich hier in den Infight gehe mit ihm. Er hat die überlegene Range. Und er hat diese Art von Setup, das muss man von allen Seiten angreifen. Das muss man umzingeln. Wenn ich ihm jetzt hier so draufgerannt wäre, dann wäre das bereits ziemlich schnell vorbei gewesen. Ja, und ich sneak jetzt hier durch den Wald. Ja, die Lunden sind keine Extended Range Lunden. Also ich habe einen Reichweiten-Nachteil gegenüber seiner Armee. Ich meine, zwei Bogenkriegermönche hat er sogar hier. Extrem. Hier war es mit 200er Range, starke Einheiten. Ja, und da wäre es natürlich auch ziemlich doof von mir, wenn ich jetzt hier ihm auf dem Präsentierteller in der Gegend rumrennen würde. Und ihr seht es auch, also er hat eine Defensivarmee, das ist eine rein defensive Armee, man kann nicht angreifen mit einer solchen Armee, da muss er verteidigen. Und entsprechend gruppiert er sich jetzt auch um diesen Schrein herum. Ich meine, die Idee auf so einer Map wie kleine Siedlung eine Box zu machen, ist gar nicht mal so schlecht, weil man kann das eigentlich ziemlich gut, weil es eben hier überall diese Choke Points hat, also diese Häuser hat, wo man sich gut platzieren kann dazwischen. Ja. Die Minimap können wir eigentlich auch mal wegmachen hier. Ist jetzt vielleicht nicht ganz so spannend in dieser Schlacht. Also ihr seht, ich teile eigentlich meine Armee auf. Ich habe hier einen Flügel mit Lunden und mit Infanterie. Dazu habe ich hier Kavallerie. Hier ist eigentlich der Hauptteil meiner Armee und ich schicke jetzt hier Schwertbegleiter, Kriegermönche und ebenfalls Kavallerie um die Flanke herum. Hier drüben. Die Schlacht, die dauert ein bisschen länger als die andere Schlacht, die wir gesehen haben, als die erste Schlacht. Ist auch klar, weil hier, ja klar, man kann jetzt natürlich argumentieren und kann sagen, jetzt greif mal an hier, du bist der Angreifer, aber eigentlich... Die Regeln sind ja eigentlich folgende in diesen Turnieren. Also der Angreifen bedeutet einfach, dass der angreifende Spieler eine offensive Bewegung machen muss mit mindestens einer Einheit. Und das mache ich hier ja eigentlich auch. Also es ist ja nicht so, dass hier nichts läuft. Ich stehe nicht einfach im Wald und warte ab, bis er, ich weiß auch nicht, bis hier die Zeit runterläuft, sondern ich mache auch was. Hier auch ein bisschen am Scouten. Weil ich wusste zu dem Zeitpunkt ja auch nicht, ob er wirklich noch irgendwo leichte Kavallerie im Wald versteckt hat. Das war angesichts seines Setups nicht unmöglich, weil man rechnet ja dann auch nicht so, sag jetzt mal so deutlich zusammen, jeweils. Und leichte Kavallerie ist relativ günstig, also insofern war das schon eine gute Idee, hier noch ein bisschen rumzuscouten. Ja, und ihr seht auch hier dieses Karree, diese Box, die sich jetzt immer mehr bildet. Und das ist eigentlich eine ganz gute Maßnahme, wenn ihr gegen so eine Box spielt, finde ich. Also sowas muss man einfach umzingeln. Weil in dem Moment, wo man es umzingelt hat, dann muss er eigentlich gegen alle Seiten aufpassen. Wenn man frontal auf sowas drauf rennt, dann funktioniert das in der Regel überhaupt nicht. In dem Moment, wo man diesen Spieler dann eigentlich in einer Defensivposition hat, wo er nur noch reagieren kann, ist das eigentlich jeweils das Beste. Und er macht das hier gut, er gruppiert sich schön um diese Häuser hier, deckt auf dieser Seite ab. Er braucht hier eigentlich nur relativ wenige Einheiten, um zuzumachen. Und er hat ja seine beiden Bögen, mit denen hat er die Überlegenheit in der Range, mit diesen 200er Kriegerbögen. Kriegermönchsbögen, Entschuldigung. General ist Führerschaftsgeneral, klar. Ja, und ich ziehe jetzt diese Gruppierung wieder in den Wald zurück. Also haben wir hier eine Gruppierung, wir haben hier eine Gruppierung. Wir haben die Kriegermönche, die jetzt mal so langsam aber sicher hier ihren Weg finden und eigentlich über die halbe Map gelatscht sind jetzt, um sich dann in diesem Wald hier zu positionieren. Ja, wir hinten noch die leichte Kavallerie abgesessen, um das Bauernhaus zu holen. Kann ja nicht schaden, vor allem wenn man angreifen will, weil das Bauernhaus, das erhöht die Ausdauer und die Bewegungsgeschwindigkeit aller Einheiten.
Und wenn man so ein Karree angreifen will, dann macht es eigentlich durchaus Sinn, wenn die Einheiten auch ein bisschen schneller sind. Ja. Ja, und ihr seht es jetzt wirklich hier. Er hat jetzt wirklich zugemacht hier. Hat die Lunden positioniert. Auf allen Seiten Lunden hier. Hat seine Kriegermönche ausgerichtet, dass sie schön schießen können. Und in der Mitte steht der General. Ja, ich glaube, das Bauernhaus habe ich jetzt dann. Jawohl, also Bauernhaus habe ich. Schrein hat er. Und Werkstatt habe auch ich. Und es ist auch manchmal so ein bisschen tricky, dann zu sehen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um anzugreifen in diesen Situationen. Wichtig, denke ich mal, beim Aufbrechen von so einer Box ist einfach, dass man irgendwo einen Weg reinfindet. Also man muss dafür sorgen, dass diese Box irgendwo aufgeht und dass man idealerweise mit Kavallerie, ich habe ja Kavallerie, dass man mit Kavallerie reindrücken kann, ohne dass man pusht. Also durchpushen geht nicht, finde ich. Das ist einfach eine Schweinerei, weil das ist abusive Spielen. Sondern dann wirklich versuchen, irgendwo ein Loch zu machen und dann rein mit der Kavallerie und in den Rücken dieser Box und dann in der Regel läuft eigentlich alles davon. So, die Lunden stehen jetzt mal im Wald hier. Die Lunden schicke ich auch vor. Die Lunden schicke ich eigentlich bewusst hier vor, damit er auch irgendwie auf meine Lunden schießt. Weil das ist... Die Lunden nützen mir eigentlich... Ja, sie nützen mir schon etwas, aber sie sind nicht so wichtig, weil... Ich meine... Ja, ihr seht es hier. Die machen schon Kills hier, die Lundenkrieger, diese Lundenschloss-Samurai. Aber die Bögen, mit denen schießt er mir natürlich hier die Lundenkriegermönche platt. Also das ist ganz klar. Versuche ihn hier ein bisschen abzulenken mit den Bögen, dass er eventuell einen Fehler machen könnte. Macht er aber natürlich nicht, weil er ist ein sehr erfahrener Spieler. Und die machen in der Regel keine Fehler. Unsere Männer laufen vom Schlachtfeld. Ja, und die Nagi-Begleiter, das Bauernopfer hier. Ja, und jetzt seht ihr es, jetzt bewegt sich meine Armee langsam vorwärts. Ich ziehe hier den Flügel rein, ich komme hier drüben und ich komme auch mit der Kavallerie. Und komme auch hier mit diesen Einheiten rein. Und eigentlich muss man hier die Kamera gar nicht mehr groß bewegen. Man kann es einfach so lassen und kann schauen, was passiert. Weil das Spiel verläuft ohnehin statisch auf dieser Seite hier. Verliere hier eine leichte Kavallerie, das ist aber nicht weiter schlimm. Hier charge jetzt die leichte Kavallerie in die Yari Ashigaru hinein und wird auch hier gestoppt. Kommen aber sofort die Kriegermönche nach. Die Lunden können auch noch irgendeine Salve abgeben. Ja. Ziel ist hier wirklich einfach so schnell wie möglich reinzukommen. Ich platziere den Jen jetzt hier hinter diesem Häuschen, da kann er mir nicht von Lunden weggeknallt werden. Und habe dann vielleicht trotzdem noch einen Effekt, wenn er in den Stand and Fight geht. Das macht er jetzt auch in diesem Moment, geht auf diese Weise noch ein bisschen näher ran an dieses Häuschen. Ja, und jetzt auf zwei Seiten herrscht schon mal der Ausnahmezustand. Versuche hier durchzubrechen auf dieser Seite. Schwertbegleiter werden mal weggeschossen hier. Aber dafür sind sie eigentlich auch da, diese Begleitereinheiten. Lanciere jetzt hier auch Charges. Dabei ist eigentlich sinnlos in die Naginata-Begleiter, aber das sind mehr so ja, Beschäftigungscharges. Die Kavallerie, die muss ich mir aufbewahren. Ihr seht auch, es wavert bei ihm hier, weil er hat die deutlich schlechtere Infanterie. Also hier sieht es schon mal nicht so schlecht aus. Kann ich mich durchdrücken, weil die Lehnschwerter, die halten das auch nicht lange durch hier gegen diese überlegenen Einheiten, gegen die Nodachis und gegen die Kriegermönche. Kommt auch der Kriegsschrei noch. Hier drüben auch ein Charge mit den Naginata-Kriegermönchen, ebenfalls Kriegsschrei ausgelöst. Und jetzt sieht es hier so ein bisschen nach einer Lücke aus. Und diese Lücke, die muss man ausnutzen. Ihr seht, hier hat es eine Lücke. Jetzt wavert es hier bei ihm, die Einheiten fliehen und jetzt kann ich hier durch mit der Kavallerie. Schön durch dieses Loch durchziehen. Zack, rein in seine Kriegermönche. Eine Kavallerieeinheit ist drin, zieht auf die Kriegermönche. Und jetzt seht ihr auch den Moraleffekt, den das auslöst. Ihr wavert es sofort. Die Einheiten rennen ihm davon. Auf dieser Seite bricht jetzt seine Box zusammen. Er muss seinen Gen rausziehen. Und dadurch ist dieses Spiel eigentlich bereits entschieden, weil das kann er nicht mehr halten. Weil er hat keine mobile Komponente. Er hat zwar seinen General, aber sein General, der nützt ihm auch nicht mehr wahnsinnig viel. Denn da läuft mir hier mitten rein in die Lunte. Und jetzt kommt auch noch die Yari-Kavallerie. Darauf habe ich eigentlich nur gewartet. Auch die Kriegermönchskavallerie kann nochmal Zurückseiten-Charges ansetzen. Und ja, dadurch ist dieses zweite Spiel eigentlich für mich entschieden. Klassisch aufgeknackte Box, würde ich jetzt mal sagen. Dieses Loch hier ausgenutzt, um durchzudrücken. Mein Lord,
Jetzt hat er seinen General verloren und damit auch das Spiel verloren. Er hat zwar noch zwei Naginata-Samurai, die hier lange durchhalten, weil das einfach sehr starke Einheiten sind. Das sind Level 9 Einheiten. Die kämpfen mit Banzai und solange da Banzai drauf ist, da rennen die auch nicht weg. Aber das ist eigentlich nicht so ein Problem, weil ich habe noch eine Lunte, ich habe auch noch starke Infanterie, ich habe noch Kavallerie. Also insofern ziehe jetzt auch die Kavallerie wieder raus, damit ich nochmal Rückseiten-Charges lancieren kann. Habe ja auch noch Kriegermönche, die hier kämpfen. Da kann ich auch die Yari-Kavallerie drin lassen. Das spielt keine Rolle. Ich sehe jetzt auch hier die Nodachis, die gehen nochmal. Das reicht eigentlich auch schon mit den Nodachis. Die müssen einfach viele Kills machen gegenüber diesen Naxams. Und dann lohnt sich das bereits. Hier nochmal Backside Charge. Jetzt hat er hier nochmal Banzai gezündet. Aber Verluste fahren sie halt trotzdem ein hier. Diese Naxams. Da würde eigentlich schon die Lunte reichen. Weil da könnte man immer schön zurückziehen, mit der Kavallerie nachziehen. Und ja, ihr seht's. Also das Ding ist gelaufen. Spiel 2 geht an mich. Und ich gleiche aus zum 1:1 in dieser Serie. Sehen noch den Heldentod dieser Naginata-Samurai-Einheit, die wirklich einfach nur deshalb so lange durchhält, weil sie Banzai aktiviert hat. Sonst wäre die schon lange tot, hat nur noch 20 Mann. Kommt immer wieder auch die Kavallerie hinten rein. Und jetzt, seht ihr, jetzt geht Banzai langsam weg. Und in dem Moment, wo Banzai weg ist, da schmilzt die Moral auf den Tiefstpunkt. Und es ist vorbei. Und aus. Ja, GG. Spiel 2, also geht an mich. Ja, sehen wir uns noch die Statistik an. Also eigentlich von der Statistik her ziemlich deutlich. 1400 Kills auf meiner Seite, 897 auf seiner Seite. Er hat einfach wieder sehr, sehr viel aufgestellt. Über 1800 Mann, wieder eine sehr große Armee. Aber ja, ähnlich eigentlich wie das erste. Ja, nein, doch, man sagt von den Kills her deutlicher als das erste Spiel. Ja, die Kriegermönche halt mit 255 Kills, die Nodachis 188 Kills, diese starken Infanterieeinheiten, die haben schon einen geschenkt. Aber auch diese Kriegermönchskavallerie, die war ganz gut, weil die hat auch mit dem Kriegsschrei einiges bewirkt hier, moralmäßig. Bei Simon, die Naxams, die konnte er nicht richtig einsetzen. Die Long Yaris, die haben alle Backside-Charges bekommen, doch die Bögen konnten nicht wirklich Kills machen. Also klassisch geknackte Box hier in diesem zweiten Spiel. Und ja, Spiel 3 kommt auch noch. Bis dann. So, Spiel 3. Tiebreaker, das entscheidende Spiel in dieser Serie zwischen mir und Simon. Es steht 1:1 in der Best of 3 Serie. Erstes Spiel hat Simon gewonnen, zweites Spiel habe ich gewonnen. Und jetzt kommt die Tiebreaker-Map. Das ist Ikenura-Dorf. Und Ikenura-Dorf ist einfach immer heikel. Ich habe mir überlegt, Simon hat in den ersten beiden Spielen eher Box-Setups gebracht. Da habe ich natürlich mir gedacht, ja, da hat es jetzt viele Häuschen drauf. Da bringe ich jetzt doch ein Setup meinerseits. Ebenfalls so ein bisschen boxig mit starken Bögen. Ihr seht, ich habe Nodachis gebracht, dann habe ich Yari Ashigaru gebracht, ich habe Kavallerie gebracht und ich habe ebenfalls zwei Bögen, Extended Range Bögen, Bogenkriegermönche und Daikyu. Und als ich dann das Setup vom Simon gesehen habe, da habe ich mir in dem Moment, wo ich das gesehen habe, habe ich gewusst, scheiße, das war eine falsche Wahl, weil er bringt genau nicht das, was ich antizipiert hatte. Er bringt nämlich einen Rush. Yari Samurai, Nodachis, 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 Nodachis. Und schaut euch mal die Kavallerie an. Vukus hat er, große Garde hat er mit dabei. Leichte Kavallerie, Yari Samurai. Also reiner Rush, keine Fernkämpfer. Und da war es eigentlich. Jetzt schaut mal bei mir. Ich meine, ich habe zu viel Kavallerie dabei, weil ich hatte damit gerechnet, dass er wieder so eine Box bringt, das bietet sie ja auch an hier und er hat wahrscheinlich auf der anderen Seite antizipiert, ja Alpi vermutet wahrscheinlich, dass ich eine Box bringe, also mache ich genau das Gegenteil und das ist eigentlich jetzt schon eine Aufgabe, die für mich sehr, sehr schwer zu lösen ist, weil ich habe nicht die Mittel, um seine Kavallerie zu stoppen, ich habe zu wenig Blockpower, dazu hätte ich eine richtige Box machen müssen und das ist mir nicht gelungen hier, weil mit drei Yari Ashigaru Einheiten, das ist einfach zu wenig. Weil ich kann ihn nicht gleichzeitig hier blocken
mit den Yari Ashigaru und gleichzeitig hier drüben mit meiner Kavallerie, die deutlich unterlegen ist seiner Kavallerie, was bewirken. Ihr seht, ich beziehe hier so eine Art Defensivstellung und versuche, meine Bögen schießen zu lassen. Die können auch durchaus Kills einfahren. Also die rupfen hier die Nodachis schon ein bisschen. Und auch diese Nodachis haben Verluste eingefahren. Aber, also nein, diese Yari-Samurai haben vor allem Verluste eingefahren. Aber eben, wie gesagt, die Gefahr ist eigentlich nicht mal das hier. Das kann ich aufhalten. Das wäre nicht so das Problem, weil die Yari Ashigaru und die Lunden, die können das blocken, die können das totschießen. Ihr seht, die Nodachis, die haben auch schon ziemlich schlechte Moral. Das wäre nicht unbedingt das Problem gewesen, sondern das große Problem, das ist wirklich die Kavallerie, weil ich habe hier auf dieser Flanke, kann ich mich nicht wehren. Und die Daikyus, ja, ihr seht, Daikyus werden angecharged hier von den Odachi. Ich kann hier nichts machen gegen diese Kavallerie, weil ich kriege hier keine richtige Box zustande. Ich kann hier einen Gegencharge machen mit meiner Kavallerie. Hier drüben geht's, hier drüben kann man stoppen. Auch hier konnte ich den Angriff abwehren, aber jetzt ist hier natürlich weit offen, weit offen. Und das ist wirklich, ja, wie hält man so einen Rush auf, wenn man nicht die richtigen Einheiten hat? Und die Yari Ashigaru, das ist auch so eine Einheit, wenn die mal zerzaust sind, dann stehen die völlig schräg in der Landschaft rum. Und jetzt kommt er hier mit seiner starken Kavallerie, mit der großen Garde. Und ich habe nur Yari Kavallerie und leichte Kavallerie. Und mit der kann man keine große Garde aufhalten, das ist schon mal ganz klar. Und das Spiel, das war eigentlich schon entschieden, ja, kurz nachdem das angefangen hatte, würde ich jetzt mal behaupten, weil mit dem Setup konnte ich ihn nicht aufhalten. Und ihr ahnt, worauf es rausläuft hier. Ich konnte ihn hier nicht so schlecht halten, kann auch noch seinen Gen ein bisschen snipen, aber wie gesagt, also das hätte geklappt, wenn ich seine Box hier besser oder eine Box hier hätte bilden können, um ihn zu stoppen. Aber das kann ich nicht. Mir fehlen dazu die Möglichkeiten, um zu boxen. Und jetzt überrennt er mich. Mit Bögen kann man im Nahkampf nichts bewirken. Das ist einfach eine uralte Weisheit. Und die beiden Bögen, ich meine, die kosten beide fast 1400 Koku. Das ist extrem viel Geld, das dann einfach mal weg ist. Und das Spiel ist vorbei. War eine unglückliche Armeewahl meinerseits. Und er hat das ganz clever gemacht. Er hat eben nicht das gemacht, was ich erwartet hatte, sondern er hat genau das Gegenteil gemacht. Ich meine, wer erwartet auf dieser Map schon einen Rush? Und er hat es getan, der Simon. Und das hat ihm letzten Endes in dieser Serie den Sieg gebracht. Trotzdem war es eine schöne Serie, finde ich. War ein gutes Spiel gegen Simon. Er ist ein toller Kerl, mit ihm kann man gut spielen. Und auch ein fairer Spieler. Ja. Also eine Serie mit Aufs und mit Auf und Abs, würde ich mal behaupten. Erstes Spiel, ja, war so ein bisschen so lala. Zweites Spiel war eigentlich relativ deutlich für mich. Und das dritte Spiel, das war dann wieder deutlich für den Simon. Ja, das waren diese drei Spiele dieser Best-of-3-Serie im Rahmen dieses Clone Wars. Wie gesagt, ist jetzt, das ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie, das ist nicht wie bei einem anderen Turnier, wo es jetzt weitergeht in Achtelfinale, Halbfinale, sondern das zählt jetzt einfach für den gesamten Turnierverlauf und da steht es ja 4:3 für die IDS im Moment nach Siegen. Und wir schauen uns noch die Statistik an. So, 1370 Kills hat er gemacht, 727 habe ich gemacht. Diesmal habe ich mehr aufgestellt wie er. Sehr interessant. Ja, danke, Taihiro. Statistik. Ja, bei mir, klar. Nodachis haben noch ein bisschen Kills eingefahren. Hätte ich gar nicht mal gedacht, dass die noch Kills machen. Sonst aber die Bögen, die Daikyus 43 Kills, Kriegermönche 54 Kills. Aber eben, ja, ich hätte hier weniger Kavallerie mitnehmen sollen und mehr Speere. Aber eben, ich meine, wer rechnet schon damit, dass Simon hier durchrusht? Und hat er getan. Und er hat auch entsprechend Kills eingefahren mit den Nodachis und den Wukus. Schöne Spiele. Ja, und ich hoffe, ich kann euch noch ein paar andere Matches auch zeigen. Ich bin so, immer so ein bisschen auf dem Grübeln und am Schauen, dass ich diese, Replays bekomme. Und sobald ich wieder so eine ganze Serie habe, werde ich das auch wieder casten. Jetzt stehen dann die 2 gegen 2 Spiele an. Bei denen, denke ich, wird es ein bisschen einfacher werden, weil das sind nicht so viele.
Und da geht es dann Best of 5. Also da könnt ihr euch sicherlich mal auf was freuen. Dieses IDE-Turnier, das dauert noch eine Weile. Also ihr werdet sicherlich noch was zu sehen bekommen. Ich kann euch sicherlich nicht alle Spiele zeigen. Aber diejenigen, wo ich mitmache, sicher. Und diejenigen, wo ich dann auch die Replays bekomme, auch. Und in dem Sinne sage ich Tschüss. Und ja, bleibt dran. Ciao, ciao.